Die einen betrachten den Fall Guttenberg als eine Art Kavaliersdelikt. Die anderen sehen den deutschen Verteidigungsminister als Betrüger. Wie man es auch wendet und kehrt, seinen Doktortitel ist Karl Theodor zu Guttenberg jedenfalls schon mal los. Doch der Druck auf ihn wächst weiter. Der Nachfolger seines Doktorvaters von der Universität Bayreuth sprach am Wochenende vor den Fernsehkameras des Bayerischen Rundfunks eine deutliche Sprache. Wir sind alle entsetzt. Wir sind einem Betrüger aufgesessen. Und die Universität hat daraus die Konsequenzen gezogen und ihm den Grad aberkannt. Niemand hätte sich vorstellen können, mit welcher Dreistigkeit hier ein Plagiat eingereicht wird. Für mich steht außer Frage, dass er zu Guttenberg ein Betrüger ist. Er hat planmäßig plagiiert, hat eine Collage von Plagiaten angefertigt, über hunderte von Seiten. Und er glaubt, er hat es nicht getan. Er stellt eine Dissonanz fest zwischen dem, was er objektiv getan hat und dem, was er subjektiv getan haben will. Das ist absurd. Laut Medienberichten machen jetzt tausende Akademiker gegen den CSU-Mann mobil. Mehr als 20.000 Doktoranden werfen Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem offenen Brief eine Verhöhnung aller wissenschaftlichen Mitarbeiter vor. Der Brief soll der Kanzlerin am Montag im Bundeskanzleramt übergeben werden.